Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Lenovo ThinkPad X280 Notebook. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Notebook für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Laptop werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, heutzutage in der multimedialen Welt kann man mit einem Notebook wirklich unglaublich viel anstellen. Wenn du überlegst, welches Notebook könnte das Richtige für dich sein, also eine wichtige Frage dabei ist tatsächlich, was du in etwa vorhast, damit zu machen, dann ergibt es dann jeweils schon sehr große Unterschiede. Preislich würde ich dieses Lenovo ThinkPad X280 Notebook ja in etwa ins günstige Mittelfeld der Laptops einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Notebook ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Laptops auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher Laptop am besten zu deinen Vorstellungen passt. Lenovo, hast du vielleicht schon mal gehört, ist auf jeden Fall ein Hersteller mit einer gewissen Größe, würde ich sagen, aber da gibt es natürlich auch noch weitere im Laptop-Segment. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften auch noch genauer anschauen. Full HD-Auflösung 1920x1080, sowas ist schon wichtig und finde ich zu dem Preis gut und genau. Ja, was den Prozessor anbetrifft, auch das macht auf mich einen guten Eindruck. Intel Core i3 8130U. Ja, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein Notebook, was sich zu seinem Preis durchaus sehen lassen kann. Wie bereits gesagt, ich würde es in etwa ins günstige Mittelfeld der Notebooks einordnen. Ja, das ist aber auch meine Einschätzung. Da weißt du sicherlich am besten, welcher Laptop zu dir passt. Designtechnisch sieht es sehr modern aus, wie ich finde. Und ja, wie bereits gesagt, wenn du unsicher bist, welcher Laptop zu dir passt, dann solltest du am Anfang vielleicht mal überlegen, was hast du vor für Programme zum Beispiel zu verwenden, weil also es gibt schon Programme, die sehr, sehr, sehr viel Leistung benötigen. Und falls das bei dir der Fall sein sollte, musst du halt mal gucken, einfach mal ein bisschen recherchieren, okay, was für Anforderungen haben diese Programme? Könnte ich das mit diesem Laptop vielleicht umsetzen oder nicht? Da würde ich dir mal ein bisschen empfehlen, da noch ein bisschen zu recherchieren. Aber wenn es jetzt so um die typischen gängigen Standard-Anwendungsbereiche geht, mal was schreiben, hier und da mal ein Video schauen, ja, was gefühlt die meisten Laptop-Nutzer anbetrifft, ja, dann würde ich sagen, könnte dieses Lenovo ThinkPad X280 Notebook hier durchaus eine gute Wahl sein. Aber ganz klar, ob es für dich die passende Wahl ist, kannst du allein am besten entscheiden. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Lenovo ThinkPad X280 Notebook. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte und wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute, ciao.